Geschichtsstunde am Samstagmorgen. Schüler aus Halle in Sachsen-Anhalt zusammen mit Schülern hier aus Gerlingen bei Stuttgart. Ost und West. Oder wie die Lehrer sagen, ein deutsch-deutscher Schüleraustausch. Und ich darf mit dabei sein, mitrecherchieren, wie eine Diktatur funktioniert. Das ist das Thema ihres Austauschs. In Kleingruppen schauen sie sich einzelne Länder genauer an, auch die DDR. Mich interessiert, was die 15-, 16-Jährigen darüber alles noch wissen, zum Beispiel über die Mauer. Also, dass die Mauer halt die getrennt hat oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also. Weißt du ein bisschen was über die Mauer? War nicht in Berlin so eine Mauer drumherum, weil das noch mit zu Westen gehört hat oder so? Ich weiß aber auch nicht so. Ja, also ich denke halt, das war halt damals die Trennung zwischen DDR und BDR oder wie das hieß. Oder doch BRD? Ich merke schnell, einiges, was mir selbstverständlich vorkommt, ist für die Zehntklässler weit weg. Geschichte eben. Und in genau die tauchen sie beim Schüleraustausch ein. Nachmittags ziehen sie aber auch alleine los, den Hallensern Stuttgart zeigen. Ich bin gespannt, ob sie noch Ost-West-Unterschiede feststellen. Zwischen ihren Städten, zwischen sich. Aber die Schüler wissen gar nicht so richtig, was ich damit meine. Wie hast du die anderen jetzt so erlebt, die ersten Tage? Nö, sie sind eigentlich genauso wie wir. Ich sehe da jetzt eigentlich keine Unterschiede zwischen uns. Ich war dann auch echt überrascht, als sie dann so gut Hochdeutsch gesprochen haben quasi. Von Vorurteilen haben die vier zwar gehört, kennen selbst aber kaum welche. Ich habe eine Idee. Ausnahmsweise gebe ich mein Mikro aus der Hand. Sollen die Schüler aus Halle doch mal nach dem typischen Ostdeutschen fragen, hier im Westen. Ja, wenn Sie einen treffen, was würden Sie sagen, okay, was unterscheidet den jetzt von einem vermeintlichen Westdeutschen? Gar nichts. Gar nichts? Nö, nichts mehr. Dass es dort etwas trauriger aussieht, auch die Menschen trauriger sind wie hier in Stuttgart. Ich habe Verwandtschaft in Rostock, die nörgeln gern. Und dann treffen wir noch auf ihn. Also wir sind hier mitten in Südwestdeutschland, einer der reichsten Regionen der Welt. Wir haben nichts miteinander zu tun. Ein hier gut bezahlter Daimler-Arbeiter hat mit einem Ossi-Hartz-IV-Empfänger schlichtweg kein gemeinsames Leben, keine gemeinsame Lebenserfahrung. Die haben da drüben gekämpft für ihre Freiheit. Dafür sind sämtliche Arbeitsplätze verloren gegangen. Wir leben hier in Saus und Braus. Es gibt keine Übereinstimmung in der Lebensführung. Ne? Wie geht's euch damit, dass ihr das jetzt gerade gehört habt? Also dir vor allem jetzt, der du ja selber aus Halle kommst. Ich war jetzt ein bisschen schockiert, weil das auch ein bisschen so klang, als würde er jetzt denken, dass jeder Ostdeutsche ein Hartz-IV-Empfänger ist. Das hat mich jetzt so ein bisschen erschrocken. Also zumal ich ja das selbst mitgesehen habe und ich selber ja Ossi bin. Und er das beschrieben hat, wie als kämen wir aus einem völlig anderen, von einem völlig anderen Planeten, so gefühlt für mich. Ich merke, vor allem Marius und Simon aus Halle haben die Ossi-Vorurteile ganz schön getroffen. In ihrer Stadt wollen wir das kleine Experiment später wiederholen. 3 Tage danach. Ich treffe die Schüler in Halle wieder. In der Gedenkstätte Roter Ochse. In der Nazizeit ein Gefängnis, das später auch von der Stasi genutzt wurde. In diesem Raum haben die Nazis mehr als 500 Menschen umgebracht. Grausame Geschichte, die die Zehntklässler spürbar mitnimmt. Wenn man hier jetzt durchläuft und Sachen liest, also wie es manchen Leuten ergangen ist, und wenn man halt auch Sachen sieht, wie es hier früher aussah, das also bringt einen näher ans Geschehen heran. Dass einem klar wird, dass sowas nie wieder passieren darf. Am Nachmittag in der Innenstadt von Halle. Kurzes Sightseeing, dann Experiment Teil 2. Wessis fragen Ossis. Was finden Sie ist typisch für einen Westdeutschen? Die Arroganz. Bisschen überheblich, wissen es besser und denken, wir sind irgendwie sonst wo aufgewachsen. Also ich mache keine Unterschiede mehr. Es soll ja eine Einheit sein und die Einheit ist aber nun mal nicht. Und die wird auch später nicht sein. Uff, schon wieder viel harter Tobak. Julia, Konstantin, Marius und Simon haben längst gemerkt, was sie anderen durch den Schüleraustausch voraus haben. Man muss halt miteinander was zu tun haben, damit man dann auch sich wirklich eine klare Meinung bilden kann. Sobald man ins Gespräch kommt, sobald man den anderen gegenüber kennenlernt, was wir ja gemerkt haben, denke ich, checkt man ziemlich schnell oder bemerkt man ziemlich schnell, dass da bis auf der sprachlichen Ebene, was ja eigentlich auch ganz gut ist, keine Vorurteile richtig sind. Ich bin mir sicher, gegen Vorurteile sind Sie längst immun, auch in Zukunft. Und eines geben mir die vier bei der Verabschiedung noch mit. Die Erwachsenen aus Ost und West sollten dringend selbst mal einen Austausch machen. Einen Erwachsenenaustausch.